Ja, grüß Gott, ihr Lieben. Hier sind wir wieder in Stuttgart auf der Querdenken-Demo. Fest für Freiheit und Frieden im Schlossgarten. Und ich habe hier einen wunderbaren Gesprächspartner neben mir, den Thomas Berthold, seines Zeichens Weltmeister und Legende beim VfB Stuttgart. Ich habe ihn selber bejubelt im A-Block damals und in der Cannstatter Kurve. Und es ist was Großartiges geschehen. Der Thomas ist heute sozusagen ablösefrei zu uns gekommen. Und ich schätze in der Querdenken-Familie dabei. Was ist das für ein Gefühl, im neuen Trikot aufzulaufen? Also ich sehe mich so als euer Botschafter, weil so der das Eis bricht. Vielleicht mache ich jetzt auch ehemalige Kollegen mit oder andere Prominente. Das betrifft ja unsere ganze Gesellschaft. Meine Frau war in Berlin, ich war leider nicht dabei, hat erzählt, sensationelle Energie, ganz tolle Leute, die einfach klar im Kopf sind, die ihrem Herz folgen. Und ich glaube, darum geht's ja. Wir brauchen wieder mehr Leute, die klar sind, die klar denken und das auch entsprechend artikulieren. Ja, ich glaube, da bist du bei uns ganz richtig. Und schön, dass deine Frau das dir so berichtet hat. Und ja, es ist wirklich für uns eine großartige Sache. Bisher wurde man ja viel geschmäht von der Presse. Du kennst es ja bestimmt, was da alles so gelaufen ist. Und dass wir jetzt einen bei uns haben, der einfach als Gesicht bekannt ist und der die Prominenz hat, wo die Menschen damit erreicht werden, das bedeutet uns sehr viel. Und was ist das für dich für ein Gefühl? Was erwartest du in Zukunft? Wird die Bild-Zeitung noch weiter deine Kolumne abdrucken oder was wird da so passieren? Stefan, mir ist es völlig egal, was andere machen. Wenn da Konsequenzen draus entstehen sollen, dann trage ich die gerne. Ich bin hierher gekommen, weil ich diese Initiative Querdenken 7.11 unterstütze, vor allem den Inhalt unterstütze. Und ich bin hierher gekommen, damit letztendlich durch unser Interview, durch meinen Auftritt, eine andere mediale Präsenz entsteht für eure Initiative. Denn ich denke, es ist jetzt außerordentlich wichtig, dass ihr dranbleibt, dass ihr medial dranbleibt, dass ihr Content liefert, dass ihr euch mit Wissenschaftlern, Experten an den Tisch setzt, dass die Leute einfach das Volk informieren. Gerade bei so einem Thema, was ja jetzt hier weichgekocht worden ist von A bis Z durch die ganze Republik, wo aber viel Nonsens erzählt wurde, weil leider unsere öffentlich-rechtlichen Medien oder der Mainstream gesteuert wird und nicht die Wahrheit erzählt und auch nicht aufklärt. Und ich möchte auch nicht mehr in der Gesellschaft leben, wo ich Leute sehe, die Angst haben. Die Kinder haben Angst, die Erwachsenen haben Angst. Das ist nicht mein Weltbild. Wir brauchen auch wieder mehr Dialog in unserer Gesellschaft. Wir brauchen auch in dem Dialog die Möglichkeit, dass verschiedene Meinungen zur Geltung kommen. Das ist ganz wichtig für eine moderne Gesellschaft. Ja, wie ist das in der Fußballwelt gewesen? Du warst ja ein beinharter Verteidiger. Und was glaubst du, was darf die Querdenken-Initiative jetzt machen, um dem Stand zu halten, was gerade über uns hereinbricht? Wir haben ja praktisch eine Welle von Lüge erfahren. Ganz vorneweg einmal die Teilnehmerzahl. Also mich würde mal interessieren, was hat denn deine Frau berichtet? Wie viele Menschen waren in Berlin? Meine Frau hat berichtet, dass über 1 Million Menschen in Berlin waren. Und sie war so beeindruckt auch von der Friedfertigkeit, von der guten Organisation, wie da eben Menschen miteinander friedlich demonstrieren. Und das ist ja schlimm genug, dass mehr oder weniger die anderen Menschen, die nicht dabei waren, ein völlig falsches Bild bekommen, weil A, die Teilnehmerzahl falsch wiedergegeben wurde. Und da möchte ich auch die Presse dran erinnern, dass sie sich an den Pressekodex zu halten hat. Der besagt nämlich, man muss die Wahrheit sagen, man muss auch die Wahrheit berichten. Das ist in diesem Fall ja nicht geschehen. Wir wissen alle, dass wir jedes Jahr im Herbst, im Winter und Anfang des Frühjahrs Grippe, Virenwellen haben, die gehen rum. Manche trifft's härter, manche trifft's weniger hart, manche merken gar nichts, manche sind schon immun. Das ist Bestand unseres Lebens. Und damit müssen wir lernen, entspannt umzugehen. Und was passiert hier in unserer Gesellschaft? Dass eben gesteuerte Medien Angst schüren. Und Angst ist der schlechteste Begleiter einer Gesellschaft. Und da muss die Politik auch die Verantwortung übernehmen, denn zum großen Teil wird es ja politisch gesteuert. Ja, heute habe ich eine Rede gehört von Michael Ballweg, für mich einer der mutigsten Menschen hier auf dem Planeten gerade. Der hat nämlich etwas angesprochen. Ich weiß, er ist eigentlich ein unpolitischer Mensch, aber er hat sich jetzt informiert. Mir werden natürlich sehr viel angeschrieben von vielen Leuten und er hat das Wort Friedensvertrag in den Mund genommen. Damit hat er natürlich die politische Gesellschaft mit etwas aufgeschreckt. Wie siehst du das? Kennst du dich da damit aus, mit unserer aktuellen Lage, dass wir gar kein souveräner Staat sein sollen angeblich oder dass wir noch keinen Friedensvertrag haben? Hast du dazu Informationen schon gesammelt? Ja,
Wenn du einen Politwissenschaftler fragst, ist das richtig. Japan und Deutschland sind keine souveränen Staaten. Wir leiden noch unter den Kriegsfolgen, das ist so. Und bei weltpolitischen Angelegenheiten spielt auch Deutschland keine Rolle. Wir spielen immer nur eine Rolle in der EU, wenn es darum geht zu zahlen. Dann spielen wir eine Hauptrolle. Aber sonst sind wir nur Nebenakteur. Ja, also so sind meine Informationen auch. Hochinteressantes Thema, weil jetzt ist aus diesem Wanderzirkus, wie wir benannt wurden, der von Corona-Leugnern plötzlich eine wichtige Gruppe geworden, die überhaupt in der Lage ist, durch die Menschenmassen, die jetzt zusammengekommen sind, da etwas in Bewegung zu setzen. Was glaubst du, was jetzt unser nächster Schritt sein muss? Müssen wir uns an die Amerikaner wenden? Müssen wir uns an die Russen wenden? Oder vielleicht an Uli Hoeneß? Stefan, das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass ihr jetzt permanent Inhalte liefert über alle medialen Kanäle, dass ihr euch mit Wissenschaftlern, Experten an den Tisch setzt, die einfach diese Zeit, die wir gerade erleben, diese 5 Monate, aus allen Gesichtspunkten beleuchten. Soziologisch, ökologisch, psychologisch und auch natürlich die Medizin spielt eine große Rolle, die Wissenschaft. Da müssen aber Leute sitzen, die unabhängig sind und die einfach auch ein Know-how haben. Wir brauchen keinen Politiker mit einem Halbwissen medizinischen, der irgendwelche Sprechblasen von sich gibt in den öffentlich-rechtlichen Programmen. Das brauchen wir nicht. Das bringt uns auch nicht weiter. Das führt nur zu einer weiteren Verunsicherung. Was mir gefallen hat in deiner Rede, du hast angesprochen, dass es alternative Heilweisen gibt, die dir geholfen haben. Wie siehst du das Weltbild gerade, das sehr, sehr materialistisch ausgeprägt ist, auch in der Medizin? Was sind deine Erfahrungen? Wo müssten wir uns eigentlich hinbewegen in der Gesamtheit der medizinischen Betrachtung? Also erstmal bin ich der Meinung, dass das Gesundheitssystem in Deutschland total reformiert werden muss. Es gibt ja zum Beispiel das Modell Schweden. Gibt es eine Versicherung, eine für alle. Und es gibt noch ein paar Zusatzversicherungen und das war's. Es kann doch nicht sein, dass wir in einem System leben, wo zwischen privat und gesetzlich schon unterschieden wird. Wo für eine gleiche Leistung unterschiedlich abgerechnet wird. Das kann doch nicht sein. Das ist doch alles krank, meiner Meinung nach. Ja, und welche Heilmethode haben dir geholfen, was du da berichtet hast? Kannst du da noch was dazu sagen? Ich bin ja als ehemaliger Leistungssportler, weißt du, bist du ja laufend mit deiner Gesundheit beschäftigt, weil die Gesundheit ist ja unser wichtiges Kapital, also das des Menschen und natürlich das wichtigste Kapital des Sportlers. Denn bei uns spielt der Faktor Zeit eine große Rolle. Wenn du verletzt bist, brauchst du Menschen, denen du vertraust. Und da habe ich natürlich in meiner fast 20-jährigen Karriere hochqualifizierte Ärzte, Therapeuten kennengelernt, die auch andere Wege gehen, die alternative Medizin betreiben, die, wie gesagt, auch alternativ therapeutisch behandeln. Und ich bin damit immer gut gefahren. Also ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ja, also mir selber geht's auch so. Ich bin ja selber auch Therapeut mit Trommeln, also indianische Heilweisen, und habe da großartige Erfolge. Und ich kann auch verstehen, dass andere Wege gehen, die vielleicht auch helfen. Aber meine Meinung ist, dass jeder sich das selber raussuchen sollte. Ist es bei dir auch so? Stefan, ich bin generell der Meinung, dass wir Menschen wir müssen selbstbestimmt entscheiden können, was wir machen. Was wir machen, zu welchem Arzt wir gehen, welchen Juristen wir auswählen, ob wir zur Demo gehen, ob wir eine Maske aufziehen oder keine aufziehen, das müssen wir selbst entscheiden. Das gehört zu den Grundrechten eines jeden Menschen. Ja, vielen Dank, Thomas. Großartig, dass du da bist. Also es bedeutet uns alle sehr viel, kannst du nochmal betonen. Und ja, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns öfters jetzt hier.